Ich investiere jeden Monat 2000 Euro, trotz Corona-Krise und trotz manch anderer Krisen. In was ich eigentlich investiere, wie viel ich dort jeden Monat investiere und warum überhaupt so viel, das erfährst du in diesem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, es gibt generell zwei Wege, reich zu werden. Der erste ist sehr schnell und der andere ist langsam. Der schnelle Weg führt vor allem über das eigene Unternehmen, wenn man Mitarbeiter anstellt, das Ganze wächst und der Gewinn auch irgendwann wächst. Das Problem bei diesem Weg ist, dass die Chancen, ein erfolgreiches Unternehmen zu haben, ja relativ klein sind und je länger man eben dieses Unternehmen hat, desto weniger Unternehmen bleiben übrig, die irgendwann mal zur gleichen Zeit mit einem angefangen haben. Also die Chancen stehen hier eher schlecht, aber wenn das Ganze klappt, kann man sehr vermögend werden. Der zweite Weg ist, über ein hohes Einkommen und eine hohe Sparquote langsam viel Vermögen aufzubauen. Und dieser Weg, ja, der ist deutlich sicherer, aber dauert eben deutlich, deutlich länger. Und ja, wieso sage ich das überhaupt? Ich persönlich gehe davon einen Mischweg. Also ich investiere sowohl in mein eigenes Geschäft, habe mein eigenes Unternehmen, das eben Gewinne erwirtschaftet, Mitarbeiter, ja, einstellt und einige Mitarbeiter auch schon hat. Und gleichzeitig investiere ich aber auf der Seite vom Privatvermögen sehr viel, falls dieses Unternehmen irgendwann mal ja nicht mehr existieren sollte, dass ich dann bereits einen Kapitalpuffer aufgebaut habe und eben ja nicht nach dem Unternehmen mit nichts dastehe und damals alles ins Unternehmen investiert habe, was irgendwann vielleicht mal nichts wert ist. Also das ist erstmal der Grund, wieso ich überhaupt so viel Geld investiere. Ich mache das nicht zum Spaß, sondern ja zur Absicherung von mir selbst sozusagen und von meinem Unternehmen, denn ja, man weiß ja nie, was kommt. Okay, das erstmal zur Beantwortung, wieso ich so viel spare, um eben einen Puffer zu haben. Aber kommen wir danach auch direkt zum zweiten Punkt vom Video. In was investiere ich eigentlich? Und hier haben wir eine ziemlich bunte Mischung, in was ich monatlich investiere. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem größten Punkt an. Ich investiere ziemlich genau 1000 Euro, etwas mehr sogar, in einem großen Sparplan, in einer Versicherungslösung, ziemlich ungewöhnlich, in zwei ETFs. Einmal Vanguard Developed World und einmal Vanguard Emerging Markets. Ich habe hier in Zypern eine Versicherungslösung gefunden, die für mich persönlich sehr attraktiv ist als Unternehmensbesitzer. Für den ganz durchschnittlichen Angestellten ist das wahrscheinlich nicht so attraktiv, aber für mich eben schon. Und hier kann ich steuerbegünstigt eben meine 1000 Euro im Monat sparen und relativ günstig anlegen. Dann nehme ich das natürlich gerne entgegen und so investiere ich meine ersten 1000 Euro jeden Monat. Das mache ich jetzt, ja, ich glaube, circa ein Jahr schon, jeden Monat 1000 Euro. Davor habe ich vor allem übers Depot gespart, aber das ist jetzt eben für mich noch mal ein bisschen attraktiver. Und ja, deswegen habe ich da sozusagen geswitcht, mache den Großteil vom Sparplan jetzt eben über diese Versicherungslösung. Genau, und falls es jemanden interessiert, die Versicherungslösung ist von einem der größten Versicherer der Welt, der MetLife. Und ja, hier entsprechend gibt es auch weniger Risiken, wenn man einen sehr großen Partner hat. Okay, also 1000 Euro werden dort investiert in zwei ETFs. Und ja, ich muss mir eben keine Gedanken machen, wie das Geld groß angelegt wird. Es fallen nicht enorm viele Kosten durch irgendwelche super aktiven Fonds an, sondern das Ganze ist einfach und ja, nicht besonders teuer. Okay, danach investiere ich immer ja in Nachkäufe auch. Also hier haben wir eine relativ flexible Summe. Die kann irgendwo zwischen 0 und ja, 1000, 1500 Euro im Monat liegen. Und letzten Monat lag ich hier bei 600 Euro. Da habe ich nämlich ETFs nachgekauft. Manchmal mache ich einen Nachkauf auch in P2P-Kredite. Und mein aktuelles P2P-Kredite-Portfolio, wo ich 100 Euro jeden Monat erwirtschafte, das habe ich dir hier auch nochmal verlinkt. Also 100 Euro Zinsen jeden Monat erziele ich damit. Dort habe ich dann auch nochmal die Aufteilung erklärt. Und eben in diesem Teil vom Sparplan investiere ich entweder in ETFs, wenn ich gerade gute Einstiegskurse sehe, oder eben wenn ich die nicht sehe, dann stecke ich deutlich mehr Geld in P2P-Kredite. Und ja, so investiere ich dann aktuell etwas mehr in Estate Guru, die mir auch sehr gut gefallen. Hier habe ich dir auch mal meinen aktuellen Erfahrungsbericht zu Estate Guru verlinkt. Im Dezember habe ich hier in meinem Portfolio für ETFs auch wieder den Vanguard, ja, Developed World und Emerging Markets nachgekauft. Beides wieder 50-50 gewichtet, denn ich investiere ja nicht nur
bei meinem großen Sparplan in der Versicherungslösung 50-50 zwischen den Developed World und den Emerging Markets Anteilen sozusagen. Also statt 70-30 investiere ich 50-50. Das ist mir persönlich einfach lieber, weil ich hier ja China etwas lieber übergewichte statt untergewichte und die USA lieber etwas untergewichte statt übergewichte, weil ich glaube, die USA hat langfristig weniger Zukunft als China. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, wie immer keine Anlageberatung. Aber ich sehe es eben so, dann investiere ich auch so. Und ja, so ist es mir ganz einfach lieber. Und wie am Anfang erwähnt, dieser Teil kann schwanken, aber Nachkäufe mache ich eigentlich immer ganz gerne. Gut, dann kommen wir dazu, dass ich auch noch eine alte Versicherungslösung wieder habe aus Deutschland. Hier investiere ich ebenfalls 50-50, aber nicht in Vanguard, sondern in MSCI World und MSCI Emerging Markets. Ja gut, 220 Euro jeden Monat, das ist nicht besonders viel. Das habe ich damals in Deutschland gemacht, weil das für mich ja besser ist, steuerlich, wenn man dann eben während die Versicherungslösung sich aufbaut, also während man das Kapital aufbaut, wird das Ganze nicht besteuert und eben wenn es ausgezahlt wird, dann erst, das ist natürlich vorteilhaft, aber jetzt in Zypern habe ich diese Vorteile ja leider nicht mehr, das ist eben vor allem im deutschen Steuerrecht so, hier zahle ich sowieso 0% auf Steuer, 0% Steuern auf Dividenden und nur eine Abgabe von maximal 2% für das Gesundheitssystem. Ja, das bringt mir jetzt relativ wenig, diese Versicherungslösung. Ich habe sie immer noch im Portfolio. Vielleicht kriege ich sie irgendwann raus, aber ja, damit die Abschlusskosten im Verhältnis nicht so hoch sind, habe ich sie jetzt mal drin gelassen. Ich weiß nicht, ob ich es noch behalten soll, aber da investiere ich eben auch jeden Monat und das schon seit vielen Jahren. Das war sozusagen mein erstes Investment direkt nach meinen ersten Aktien- und ETF-Käufen, diese ja, Vorsorgelösung zu machen. Okay, dann investiere ich auch noch in Startups. Im Dezember habe ich ja etwas in ID Finance investiert. Das ist ein ja, Kreditgeber, der auch auf Mintos aktiv ist, ein Fintech, das vor allem in Spanien und Lateinamerika Kredite vergibt. Hier ist es sozusagen eine Fintech-Lösung und in Fintechs investiere ich eben sehr, sehr gerne und bevorzugt. Mein ganzes Portfolio besteht eigentlich nur aus Banken- und Finanztechnologieunternehmen. Und ich meine, dass ich mich hier in diesem Markt etwas besser auskenne, dann investiere ich ja auch gerne, finanziere auch gerne Wachstum und nehme dafür hohe Risiken in Kauf. Die meisten Investments werden wahrscheinlich scheitern und manche aber sehr, sehr hohe Renditen bringen. Und da bin ich einfach mal gespannt, was mit meinem eigenen Startup-Portfolio in ein paar Jahren sein wird. Aber hier investiere ich auch jeden Monat entweder 0 Euro, wenn es keine attraktiven Möglichkeiten gibt, oder 1.000, 1.500 Euro, wenn zum Beispiel sowas wie Mintos angeboten wird oder Estate Guru, dann kaufe ich gerne. Und ja, da kenne ich den Partner sozusagen ja schon über mehrere Jahre. Sehr gut und auch persönlich und dann investiere ich da, wenn ich es eben kann, wenn sich die Möglichkeit bietet. Hier schwankt auch die Summe, aber 500 Euro wie im aktuellen Monat sind da mal ein ganz guter Durchschnitt, den man nehmen kann und ID Finance ist auch ein sehr spannendes Unternehmen. Hier habe ich vor 2 Jahren schon investiert, damals war die Bewertung 100 Millionen Euro, mittlerweile 220 Millionen Euro, ja, und damals habe ich etwa nur 200 Euro investiert, heute 500 Euro, aber weil sich die Bewertung so stark erhöht hat, ja, habe ich die gleichen Aktien bekommen, die gleiche Anzahl Aktien, also da sieht man mal, was man über einen guten Kaufkurs und den rechtzeitigen Zeitpunkt alles machen kann. Andere Investments von mir sind unter anderem, ja, wie gesagt, Mintos, Estate Guru, Wirex, BNext und Curve sowie noch ein paar andere. BNorth zum Beispiel oder Magway, das ist ein bisschen außerhalb des Fintech-Bereichs, aber sonst konzentriere ich mich hier auf Banken- und Finanztechnologieunternehmen. Und das mache ich eben über mehrere Plattformen, da gibt es jetzt auch nicht die eine, aber eine, auf der ich das sehr gerne mache, wo du auch einen Bonus bekommst auf dein erstes Investment, die habe ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind also meine Investments im Sparplan, die fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen und wie viel ich wo investiere. Und wenn du günstig im Sparplan investieren willst,
dann kannst du das am besten mit einem der Broker hier in diesem Video machen, die aktuell am günstigsten sind. Habe ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt zählen wir mal zusammen, wie viel ich monatlich eigentlich investiere, beziehungsweise wie viel ich im Dezember investiert habe. Also, wir haben 1000 Euro in der Versicherungslösung, wo wir Vanguard, ja, Developed World und Emerging Markets besparen. Dann haben wir 600 Euro für Nachkäufe. Wieder Vanguard, Developed World und Emerging Markets. Dann haben wir 220 Euro für die Versicherungslösung in Deutschland. Wieder, ja, MSCI World und Emerging Markets, aber genau die gleiche Aufteilung. 50-50 über alle drei ersten Stufen sozusagen hinweg. Und dann haben wir auch noch die 500 Euro, die in das Startup monatlich gehen, beziehungsweise in verschiedene Startups gehen. Und so kommen wir dann insgesamt auf 2320 Euro. Und das sind eben die Investments, die ich im Privatvermögen mache, damit ich hier auch was aufbaue. Und wenn ich so viel, diese 2000 Euro etwa, manchmal sind es auch 2500, 3000 Euro, wir rechnen jetzt mal mit dem niedrigsten Wert, wenn ich diese 2000 Euro monatlich investiere, sind es 24.000 Euro im Jahr oder über 10 Jahre eben 240.000 Euro ohne jeglichen Wertzuwachs, allein das, ja, Investment. Und damit kann man doch auch über eine längere Zeit ein schönes Vermögen aufbauen. Ja, ich stehe hier noch ziemlich am Anfang. Hoffentlich ist die Rente noch ein paar Jahre weg. Ja, diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, ich kann das noch lange machen, noch viel Geld sparen. Aber eben, ja, die Investments im Firmenvermögen, die werde ich jetzt nicht aufdecken. Also da investiere ich nicht in andere Unternehmen, sondern eben in mein eigenes, in Technologie, in Mitarbeiter, auch manchmal in Steuerberatung, also ganz, ganz viele Aspekte. Die werde ich aber aus offensichtlichen Gründen hier nicht offenlegen und die bleiben geheim. Aber das Privatvermögen, das kann ich sehr gerne teilen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir ein Abo und Like da, um kein Video zweimal die Woche zu verpassen. Auch jetzt über die Weihnachtsfeiertage kommt immer ein Video, ja, zweimal die Woche online, immer Mittwoch und Sonntag. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Sag mir mal deine Meinung zu meinen Investments unten in der Kommentarbox, genau, ich wollte schon Videobeschreibung sagen. Damit wünsche ich dir frohe Feiertage, ja, einen guten Start ins neue Jahr und richtig gute Rendite in 2022. Bis zum nächsten Mal.